Sabrina, wie ist es für dich, per Zoom zu unterrichten? Das ist so eindimensional. Also es gibt Gruppen, da klappt es gut und da kommt auch viel zurück, aber es gibt auch, also viel ist einfach so, dass man das Gefühl hat, man redet einfach irgendwo rein und da kommt nicht die Energie zurück, die du hast, wenn du im Saal mit allen bist. Ja. Natürlich. Genau. Also. Wie geht's deine Schule momentan? Also, ist auch. Es gibt so zwei Seiten. Also auf der einen Seite ist es natürlich finanziell jetzt gerade schwer. Wir haben natürlich Kündigungen und keine neuen Schüler oder sehr, sehr wenig neue Schüler. Das ist natürlich jetzt gerade über Zoom total schwierig, neue Stunden aufzubauen oder neue Schüler dazu zu holen. Auf der anderen Seite ist es so, dass viele von denen, die da sind, uns total unterstützen. Also mich als Schulleitung, aber auch die Lehrer. Also viele halten so richtig zu uns. Also es gibt viele nette E-Mails, die auch schreiben, dass ihnen so wichtig ist, dass es stattfindet und die froh sind, dass es stattfindet. Gerade die Älteren wollen vor allen Dingen, glaube ich, so ein bisschen versuchen, so ihren Trainingsstand irgendwie zu halten, damit sie dann irgendwann mal wieder loslegen können. Und ja. Gut. Vielen Dank. Wie hältst du dich fit? Naja, nicht so wirklich. Es gibt ja nicht so viele Möglichkeiten, außer heute war ich tatsächlich joggen, aber das passiert nicht oft. Mhm. Ein bisschen Workout zu Hause, ein bisschen ganz selten ins Studio gehen und wenn die Möglichkeit existiert, aber es ist nicht im Ansatz irgendwie vergleichbar mit einem normalen Training. Aufnehmen läuft. Super. Okay? Ja. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.